Liebe Brotis back und heute gibt es für euch ein neues Video von mir. Und zwar heute habe ich für euch Hähnchen und Toast am Start und noch weitere Zutaten. Die werdet ihr gleich erfahren. Also was habe ich für euch? Und zwar ich habe für euch erstmal, das kann man vielleicht sehen, das sind Chicken Wings. Ich habe für euch Chicken Wings am Start und das ist der Käse. Ja, die ganzen Käsewürfel, wo ich gesagt habe, die brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich glaube, ich werde sie auf den Toast drauf klatschen. Ja, Hähnchen, also zwei Chicken Wings. Ja, dann habe ich natürlich das Wichtigste, das sind die zwei Toaste. Also ich werde ein Sandwich machen. Ja, dann habe ich für euch Salat am Start. Ich glaube, ich werde erst das Fleisch machen, natürlich ohne den Knochen. Ich werde das Fleisch drauflegen, dann den Salat, dann den Käse und dann werde ich alles schön mit den Soßen übergießen, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar, das ist die Dressingsoße aus dem Salat. Die werde ich da drauf klatschen. Dann werde ich diese Kartoffeln mal anders, ja, diese Gratinsoße, ich weiß es nicht. Ja, die werde ich für euch drauf klatschen. Und diese Schaschliksoße, die ihr auch schon aus meinem Einkaufsvideo kennt. Ja, da würde ich sagen, Lego. Also, ich habe gesagt, dass wir das Fleisch zuerst drauf machen werden. Ja, da müsste ich die ganzen Fleischstückchen raus machen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Deswegen würde ich sagen, spulen wir das mal das Ganze vor. So, also Leute, ich habe das ganze Hähnchen auf den Toast bekommen, also die zwei Chicken Wings habe ich auf den Toast bekommen. Das sieht jetzt in etwa so aus. Ja, also das ist jetzt nicht alles. Also ich habe noch ein bisschen Fleisch selber gegessen, aber ja, das ist der Großteil des Fleisches, das an den zwei Chicken Wings ja dran war. Fleisch am Toast ist ready. Dann überlege ich, soll ich erst Käse machen und dann Salat? Ich würde schon so machen, dass ich erstmal Salat drauf mache. So. Salat erstmal schön ordentlich platzieren. Zack, 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 zack. Vielleicht ohne Karotten, weil ja, Karotten passen vielleicht nicht ganz auf den Salat drauf. Ja. Ist es eigentlich normal, dass auf so einem, keine Ahnung, Chicken Burger oder Burger, wo auch immer, ist es normal, dass man Karottensalat macht oder dass man Salat ohne Karotten macht? Schreibt mir mal das in die Kommentare, wie ihr das kennt, damit ich es halt für euch besser mache. Genau, der ganze Salat ist jetzt erstmal drauf. So, ich kann das mal ein bisschen ablegen. Wird sonst ein bisschen zu viel, wird alles rausfallen. Wollen wir ja nicht. So, Salat ist ready. So, dann machen wir den Käse drauf. Ja, hab ich mir schon so gedacht. Das ist Gouda. Das ist Gouda-Käse. Falls ihr euch wundert, was das für ein Käse ist, das ist Gouda-Käse. Ja, dann machen wir die Soßen drauf. Und jetzt wird's interessant. Ich glaube, ich werde erstmal den Kartoffelaufstrich, den mache ich auf die andere Sandwichhälfte, also auf die andere Toasthälfte drauf. Und ja, den Dressing. Und dann bleibt mir nur der Dressing und die Schaschliksoße. Ich mache erstmal die Schaschliksoße drauf. Ne, ich meine den Dressing. So, so sieht das erstmal aus. Käse mit dem Salat und dem Hähnchen. Oh, nicht alles aufmachen, so. Damit wir den Dressing da noch zumachen können, damit hier unser Kühlschrank noch sauber bleibt. Ja, so, ein bisschen Dressing drauf geben, so, zack, Dressing ist am Start, genau, nicht zu viel Dressing, weil sonst uns das alles überlaufen wird. Ja, dann mache ich die Soße drauf, dann ziehen wir den Salat auf die andere Seite. Da mache ich noch diese Knorrsoße, diese Schaschliksoße. So, kennt sie von euch. So, jetzt darf da nicht alles auf einmal raus. So, perfekt. Perfekt. Gönnt euch, Leute, gönnt euch, wie das aussieht. Einfach
Chicken Salat, Soßen, Toast, einfach richtig Premium. Ja, dann machen wir den Kartoffelaufstrich drauf und das Ganze noch ein bisschen Geschmack unterschiedlich zu machen. Hähnchen hat ja Fett, also dieses Hähnchen ist ja jetzt nicht pur Eiweiß, ja, und weil das Hähnchen Fett hat, sind meine Hände dementsprechend fettig geworden, weil ich das Hähnchen auseinandergenommen habe und das aufs Toast platziert habe. Okay, ich muss das mal wegschneiden. 2000 Jahre später. So, die Soße ist auf, Leute. Ich habe dafür geschätzt 15 Minuten gebraucht, bis ich das aufbekommen habe. Ja, jetzt weiß ich, wie man sowas aufmacht. Ich mache erstmal einen kleinen Geschmackstest mit der Gabel natürlich. Denn ich habe euch im Einkaufsvideo gesagt, ne? Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich mache mal einen kleinen Geschmackstest. Schauen, was das überhaupt ist und so. Ich kann mir vorstellen. Genau, ne? Das sieht von der Konsistenz. Von der Konsistenz sieht das ein bisschen aus wie Kartoffelgratin. Wie diese Soße vom Kartoffelgratin. Ich denke mal, das ist auch dasselbe. Aber für euch Abonnenten, Lego. Auf jeden Fall sehr cremig, sehr, sehr cremig. Das schmeckt eigentlich ganz gut, also. Kann man eigentlich sogar auch so essen, aber ja, würde ja keiner von euch machen, denke ich mal. Die Soße könnte ich echt so die ganze Zeit löffeln. Ey, die Soße ist richtig lecker. Leute, was soll ich diese Soße auch mal in Energy machen? Schreibt mir mal das in die Kommentare rein. Also auf jeden Fall kann ich schon mal euch sagen, die Soße ist richtig lecker. Ja, Konsistenz ist extremst cremig, aber je cremiger, umso besser, ne? Ihr kennt ja den Spruch. Klatsch mal ordentlich Soße drauf. Auf unsere zweite Sandwich-Hälfte. So, Speck und Zwiebeln sind auch schon zu sehen. So, darf man ja nicht allzu viel machen. Seht es schon, Leute, Speck und Zwiebeln sind am Start mit der Soße. Ja, und dann würde ich einfach sagen, klappen wir die Toasthälfte zu und probieren das Ganze. Boah, das ist herzhaft. Komm ich das gar nicht zu. Doch. Das Ding kann mich wahnsinnig machen, die Soße ist lecker, aber da zuschließen und aufschließen, das kann mich hier bei diesem Glas wahnsinnig machen. Hassiröder noch, kennt es ja Leute, ich trinke fast jeden Tag Hassiröder. Ja, da würde ich einfach sagen, der ganze Sandwich ist ready mit den ganzen Soßen, Chicken, Käse, Salat. Ja, sieht sehr genüsslich aus. Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr hohe Punktzahl werden. Würde ich sagen, auf euch Abonnenten, Lego. Vielleicht ist der Sandwich jetzt nicht extrem lecker, weil die Toaste und das Chicken, die sind schon jetzt ein bisschen abgekühlt, aber trotzdem, das kann man richtig gut genießen. Geil, Leute. Einfach nur richtig heftig geil, dieser Sandwich. Kombiniert das Ganze, was ich euch im Video gezeigt habe. Das Sandwich ist einfach nur geil. Also, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also, ja. Vielleicht kann ich zu dem Sandwich sagen, ich habe mir den Sandwich aufgrund von den ganzen Soßen etwas saftiger vorgestellt. Also, das Sandwich ist mir jetzt ein klein wenig zu trocken. Das ist so der eine Kritikpunkt und der andere Kritikpunkt ist, ich schmecke im Sandwich geschmacksmäßig ja nicht alles raus. Genau, die Schaschliksoße schmeckt man irgendwie gar nicht raus und diese Gratinsoße, die schmeckt man auch irgendwie gar nicht raus. Genau, vielleicht ist es einfach so, dass dieser Dressing und ja, vielleicht ist es ja auch so, dieser Dressing,
und diese ja, Schaschliksoße, die haben sich miteinander vermischt und deswegen schmeckt man die Schaschliksoße nicht hundertprozentig raus. Aber diese Gratinsoße, die schmeckt man überhaupt gar nicht raus. Was eigentlich relativ schade ist, das ist relativ schade. Denn darauf habe ich mich irgendwie am meisten gefreut, dass man diese Soße rausschmeckt. Und deswegen würde ich für diesen Sandwich ja 9 Punkte geben. Ja, 9 von 10 möglichen Punkten. Ja, und da würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim Outro. Also Leute, das war's mit meinem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, wenn ihr weitere Vorschläge habt, schreibt mir, schmeißt mir das alles in die Kommentare rein. Ich werde alles durchlesen, ihr kennt es ja. Und ja, da würde ich einfach sagen, ich habe euch alle lieb, meine Abonnenten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace!